So, hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück. Ja, es tut mir leid, ich krieg das, die Toneinstellung, ich weiß, die hauen nicht ganz hin. Das Spiel ist einfach zu laut. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, ich kann mir das Mikro noch so laut stellen. Irgendwann überschreit das Mikro, ich krieg die Einstellung gar nicht ganz so hin. Und das Spiel ist tatsächlich auf der leisesten Einstellung. Ich kann euch das ja zeigen. Hier, Sound, ihr seht's. Heftig. Echt heftig. Finde ich irgendwie krass, da das Spiel ja trotzdem so mega laut ist. Irgendwie krass, Mann. Ich hoffe aber, dass das geht, dass man mich dann doch halt gut versteht, bis auf einige Tonmomente wahrscheinlich. Ich hoffe mal, wir können damit leben. Wenn nicht, muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich. Aber egal, wir wollen jetzt mal weiter gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Weil ich beim letzten Mal irgendwie, glaube ich, wir mal fortführen. Wir werden jetzt sehen, wo wir sind. Ach ja, ich erinnere mich. Genau, wir waren hier unten in der Küche, ne? Habe ich hier denn schon... wo kommt das Mädchen her? Die war doch beim letzten Mal noch nicht da. Wir hatten uns ja hier alles angeguckt, ich erinnere mich. Und mit ihr auch geredet, mit ihm auch. Ich so, wir sollten ihn ja töten, das war ja auch so geil. Was ist das hier? Hatten wir uns das auch angeguckt? Mr. Midnight, bist du da? Scheinbar nicht. Ja doch, daran erinnere ich mich auch. Aber hier, sie ist ja neu. Warum sitzt sie hier? Hallo? Hey, Annie. Oder Annie. Wie geht's dir? Hast du keine Angst vor mir? Warum sollte ich? Nein, wieso? Weil ich Zaubertricks kann und dich müde machen kann. Das habe ich nicht gewusst. Zaubertricks, Zeig mir die doch mal. Dir zeigen? Aber es ist sehr gruselig. Besser du machst es. Wieso, was soll ich denn machen? Ich bin ja kein Zauberer. Wie soll ich das denn machen? Ich kann nicht zaubern. Ich kann dir das magische Zeug geben. Wirklich? Wow, her damit, haben wir, gib. Ja, das magische Zeug, das alles einschlafen lässt. Das ist toll, her damit. Das sind bestimmt irgendwelche Pillen, ne? Oh, das ist total stark. Hier, ein Geschenk. Nimm es. Langsam. Ja, dachte ich mir schon irgendwie sowas in der Art. Hier, Schlaftabletten oder sowas. Wie funktioniert das denn? Kannst du mir das erklären? Ich habe keine Ahnung. Deswegen sollen wir das machen, weil sie es nicht kann. Und weg ist sie. Wo geht sie denn jetzt hin? Ist schon irgendwie merkwürdig, das Kind. Was haben wir denn hier überhaupt gerade eigentlich alles? Was ist das? Ach so, das ist das weiße Blatt, ja. Was ist das? Mal versuchen. Eine leckere Zimtschnecke. Zimtschnecken. Zimtschneckentorten. Die sind erstmal der Hit. Magisches Zeug, das alles schlafen lässt. Ob ich das vielleicht irgendwie kombinieren kann? Vielleicht irgendjemanden geben? Kombinieren mit ihm? Tatsächlich, das geht. Oh, das ist jetzt magischer Kuchen. Ein müder Kuchen. Die Frage ist, wen können wir denen den Kuchen andrehen? Vielleicht den blöden, ekelhaften Typen vorne an der Tür, damit wir an den Schlüssel kommen. Das ist die nächste Frage, wie kommen wir an den Schlüssel? Wir sind ja zu klein, um da ranzukommen. Okay, gucken wir uns hier mal in Ruhe weiter um. Vogel, ich mag dich. Ich wünschte, du könntest mich hier rausholen. Kannst du? Flieg! Worauf wartest du? Friend, der Vogel fliegt nicht. Er ist nur auf dem Bild gemalt. Ach, dieses Mädchen. Was sehen wir denn, wenn wir hier raufgucken? Ach, auch den Spielplatz. Ah, der Spielplatz. Gute Nacht, Bäume. Gute Nacht, Mond. Sagt sie doch, glaube ich, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, das ist keine gute Fluchtmöglichkeit. Ja gut, das kennen wir jetzt hier auch alle schon. Was liegt hier so an Essen alles rum? Können wir irgendwas davon mitnehmen? Oh, ich will das nicht. Ich bin nicht hungrig. Wenn Damien die Nudeln isst, können sie wohl nicht so schlimm sein. Ich will das trotzdem nicht, auch wenn er das isst. Aber reden wir doch mal mit Damien. Stör mich nicht, geh weg. Ich esse. Stör mich nicht, geh weg. Ach, der Schmollmond. Annie liebt es, die Milch wie ein Kästchen zu trinken. Deswegen sieht das hier so aus. Leider ist sie nicht meine Katze.
Ich werde sie vermissen. Ich denke, sie wird sich nicht an mich erinnern. Fass mein Schwert nicht an. Mann, ey. Ich wusste nicht, dass es deins ist. Du solltest dich verbeugen und deutlich sprechen. Ich bin dein König. Du bist nicht der König. Träum weiter. Ich bin nur der König des ganzen Universums. Verbeuge dich. Nein, ich verbeuge mich nicht vor euch. Oh, ich verbeuge mich vor euch her. Ups, scheiße. Sehr gut, mein Kind. Was ist der Grund deines Besuchs? Oh Mann, ich wollte da gar nicht mitspielen. Na, ich will deinen Stock. Jetzt war ich nicht zu dir, jetzt sei du nicht zu mir. Welchen Gehstock? Meinst du mein Schwert? Ja, genau. Ich meine dein Schwert. Gib, 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 gib. Was würdest du mir denn dafür geben? Alles, was wir brauchen. Ich hätte einen müden Kuchen anzubieten. Dann schläfst du auch sehr schön ein und ne? Bring mir ein Schloss und ein Pferd. Nur dann überlasse ich dir mein Schwert. Ein Schloss und ein Schwert. Was? Diese Tür ist nachts immer abgeschlossen. Ich kann nicht raus. Ja, ich denke, ich... Was? Ich muss mein Kätzchen finden. Was sagt sie noch? Ich denke, ich muss bis morgen warten. Aber das ist lächerlich. Ja, sich auch so. Habe ich nicht mein alles öffnen? Nein, natürlich nicht. Mein Dietrich, mein selbstgebastelter in Anführungsstrichen, ist natürlich weg. Na. Okay, dann gucken wir uns das doch mal alles, in der anderen Perspektive an. Ich feier das, ne? Das ist so übel. Sie sind tot. So hart, ne? Es lebt. Wenn mein Kätzchen hier wäre, würde er es wahrscheinlich angreifen. Verständlich. Ich hoffe, es verfolgt mich nicht. Oh, jetzt sind die Gesichter hier weg. Gerade waren da noch Gesichter. Habt ihr die auch gesehen? Wieso sind die weg? Wo sind die hin? Ja. Schauen wir doch mal, was er hier zu sagen hat. Dieser heilige Mann hat dich gänzlich ausgezogen. Gott, nein. Man merkt ja schon, wo das hinführt, ne? Oh, da wird einem ganz anders, also mir zumindest. Oh, wie schön diese Rosen sind, nicht wahr? Deine Mami glaubt dir nicht? Ja. Was hast du noch dazu zu sagen? Bitte sag mir, ob du mich hören kannst. Warum hast du auch dieses Wesen neben dir? Er starrt dich an. Vielleicht will er dich fressen. Oh mein Gott. Vogel, Vogel, ich mag dich. Du bist aber ganz schön zerkratzt. Ich gehe lieber. die Schwester ist mal tot. Sie verstecken dich, weil sie dich lieben. Sie tun dir weh, weil sie dich hassen. Oh, kleiner Junge, jeder schämt sich für dich. Gute Geschichte. Oh nein, die Schwester ist gestorben. Ich war es nicht. Ich frag mich, wer das getan hat. Ich war es nicht. Seht ihr? Ich wusste, dass Fran es nicht war. Sie stinkt wirklich. Fühlt sich an, als wäre der Gestank überall an mir. Ja, den gehen wir hier auch lieber schnell weg. Oh. Ja, guck mal, der Daddy. Ah, der bewegt sich. Ist ja geil. Hartmann. Der Teddy, er schleift sich über den Boden. Oh, er leidet so. Teddy? Was machst du denn hier? Bist du auf dem Weg und besuchst einen anderen Teddy? Ja, ja, unbedingt. Sag Hallo von mir, wenn du da bist. Er schleift sich über den Boden. Herrlich. Happy Tree Friends ist ein Scheiß dagegen. Ich werde dich auslachen. Was?
Ich werde dich anlügen. Ich werde dich verstecken in den Schatten. Okay. Das finde ich irgendwie nicht cool. Ja, kann ich hier nicht durch die Tür? Doch. Ja, das Rauschen hier ist wieder so. Verstecke deinen Schmerz. Ihm ist gerade sein Kopf geplatzt, Alter. Hart. Wach auf, Isabel. Der schwarze Schatten berührt dich. Tja, so wie Isabel aussieht, wird die auch nicht mehr aufwachen. Okay, mit dem Schatten können wir gar nicht erst reden. Ich werde hier schnell machen, da ich weiß, dass das Rauschen ziemlich laut ist. Sache ist mit dem Ton, das tut mir ein bisschen leid. Ich weiß nicht, wie ich das besser hinkriege. Oh nein, sie haben es total falsch gemacht. Sie haben deinen Kopf in kleine Teile geschnitten. Bitte hol mich hier raus. Bitte hol mich hier raus. Sieh mich an. Ich sage, ich sorge mich, während du vor Hunger stirbst. Sieh mich an. Ich sage, du bist schön, während ich dich vergifte. Sieh mich an. Ich sage, ich liebe dich und lehre dich selbst Hass. Ja, das ist irgendwie nicht so toll. Wollen wir noch irgendwas mitnehmen? Kleines Papierschiffchen. Nimm mich mit aufs Meer. Okay, das nimmst du nicht mit. Oh, Actionfiguren. Könnte mir jemand helfen, mein Kätzchen zu finden? Gut. Will ich noch was mitnehmen? Herr Elefant, die sind sehr pink. Gut, das kennen wir schon. Hier fehlen ja wieder die Clowns. Wo ist der Clown hin? Siehst du, da hat sie jetzt wieder Angst, wo der hin ist. Ja, da sagt sie dem Spielzeug gute Nacht, alles klar. Denken wir ja gut, schon besser, ne? Ich sag ja. Finde ich ein bisschen doof mit den Geräuschen so. Aber naja. Hol den Schlüssel. Ach ja, das ist ja hier. Ach ja, der Raum, wo der komische Freak hier sitzt. Guck mal, es atmet. Das atmet. Ich frage mich, welcher Teil des Körpers das ist. Das sieht aus wie die Gedärme, ne? Klebrig-blutige Teile. Ich will es nicht anfassen. Ja, dann lassen wir das lieber, Fran. Oh, Herr Schwein ist nackt. Herr Schwein hat keine Flügel zum Fliegen. Ich sehe keinen fliegenden Herr Schwein. Ihh, ein knuspriger Schweinekopf, bereit serviert zu werden. Ich frage mich, wer das essen würde. Ich glaube, mein Kätzchen hätte Angst davor. Tja, ich habe irgendwie, wenn ich mir dazu angucke, habe ich auch Angst davor. Kann ich nicht abstreiten. Oh. Oh, das Auge dieser Uhr sieht aus wie das von Mr. Midnight. Vielleicht, weil ihm die Zeit davonläuft. Oh, mein liebes Kätzchen. Ich muss dich finden. Stimmt wohl. Oh, diese Uhr klingt komisch. Hier ist alles komisch. Es fühlt sich an, als ob sie direkt in mein Ohr flüstert. Ich verstehe nicht, was sie sagt. Ja, ich verstehe hier auch so viel. Was ist das? Ach so, auch eine Uhr. Eine blutende Uhr. Als ob die Zeit kaputt wäre und stehen blieb. Ich finde Uhren etwas deprimierend. Uhren sind deprimierend. Ja, stimmt. Weil sie immer nur anzeigen, wie uns die Zeit eigentlich davonläuft. Das ist auch so ein schönes Thema, worüber man ewig rumphilosophieren könnte. So, wir hängen hier. Hallo da oben. Wie ist die Luft? Ihr Kleid ist sehr schön. Meine Mutter hatte auch sehr schön, schöne Kleider. Gut. Ja, und hier, das kennen wir ja alle schon. Wie geil, ich kam jetzt durch die geschlossene Tür rein. Ist interessant. Was? Das war vorher noch nicht da. Ich hätte das gedacht. Hey, Mr. Midnight. Können wir irgendwas mit Mr. Midnight machen? Ihm vielleicht den Kuchen geben, dann bleibt er vielleicht stehen.
Negativ. Ja, wen könnten wir überhaupt den Kuchen andrehen? Das ist eine interessante Frage. Das ist, sie sollte uns doch die grüne Dings geben. Was wollte sie eigentlich nochmal von uns für den grünen Stift? Bitte heile mich, ja? Und stoppe die rote Milch. Mal sehen, was ich tun kann. Sie hatte doch diese... Vielleicht können wir mit dem Band sie verbinden? Oder hier die Pflaster. Ich habe Pflaster, genau. Benutzen. Oh. Oh, danke. Du kannst den Stift haben. Jetzt geh. Ich muss malen. Ja, jetzt haben wir grüne Stifte. Cool, cool, cool. Ich komme mal gleich wieder hier raus, weil, sie malt ganz schön laut. Tja, die Frage ist, was können wir jetzt mit dem grünen Stift anstellen? Wir haben jetzt einen grünen Stift. Wenn wir können ihn erstmal untersuchen. Untersuchen. Mein liebster grüner Stift. Wo kommen denn die Geräusche her? Ja, benutze hier kombinieren. Warte mal. Können wir damit irgendwas schon mal aufmalen? Ach ja. Oh, ich male mal etwas Besonderes für den König. Ah, geil. Jetzt kriegen wir von ihm bestimmt den Stock. Trotzdem gucke ich mal erstmal einmal nach hier hinten. Was sind denn das für Geräusche? Wo kommen die her? Ich guck doch mal. Die Alte müsste doch jetzt wieder... Das hängt ja immer noch schön, wie sie ihre Aufgaben nachgeht, um das zu reparieren, ne? Ach, die ist auch gar nicht hier? Ich dachte jetzt, die Schwester wäre hier. Wo ist die hin? Egal. Wir haben jetzt was für den König. Das geben wir ihm doch gleich mal. Ab durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Schnell, 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 schnell. Diep, diep, diep. Piep, piep. Tippel, die tipp, tipp. Ich muss das jetzt mal ausprobieren, wenn wir hier schon mal stehen. Benutzen. Können wir ihm den geben? Benutze vergiftete Zimtschnecke mit Wache. Nein, vergiftet, geil. Hier, schauen Sie, ich habe einen Kuchen für Sie gebacken. Ich will keinen Ärger kriegen. Ja, daher habe ich hier einen Kuchen. Ich habe kein Interesse, irgendetwas von dir zu nehmen. Oh. Macht Ihr Leben süßer. Ja. Bitte, nehmen Sie ihn. Es wird Ihr Leben ein wenig versüßen. Ich will mein Leben nicht versüßen. Jetzt geh. Also wollen Sie ihn nicht? Naja, nein. Und jetzt lass mich in Ruhe. Schade. Wem können wir denn aber sonst diesen komischen Kuchen andrehen? Ach, hier steht ja das Mädchen. Siehst du, die habe ich ja total vergessen. Komme ich hier eigentlich gar nicht durch? Wahrscheinlich nicht, sonst wäre ja da nicht die Tür. Fühlt sich an, als käme eine kühle Brise Traurigkeit durch den Zaun. Wo war denn der König nochmal? Oh nein. Ich habe Marcel von der letzten Lieferung erzählt, aber er hat sie noch nicht angesehen. Naja, er wird es bald tun. Hey Gladys, tust du mir einen Gefallen? Weil wir sie gerade noch gesucht haben, ne? Da ist die blöde Schreckschraube. Klar, alles außer dem Wachmann den Kaffee bringen. Warum nicht? Ich kann es nicht tun, weil ich mich um die Kinder kümmern muss. Ich habe selbst etwas zu tun. Tut mir leid. Ja, hier, Wachmann, den Kaffee bringen. Hier, ich mach das. Fran, ich habe es dir gesagt. Kümmere dich um deine Sachen. Ich bin sehr beschäftigt. Ja, ich merke schon. Kann ich den Kaffee einfach nehmen? Tatsächlich. Oh mein Gott, tut mir leid, liebe Finger. Das ist heißer Kaffee. Tja, dann bringen wir ihm doch mal den Kaffee. Vielleicht nimmt er ja zu dem Kaffee dann den Kuchen. Auf jeden Fall kriegt er jetzt erstmal sein Bild, damit wir den Stock bekommen. Da. Benutzen. Hier. Nutze Friends Zeichnung mit Damien. Bitteschön. Oh, wie er sich freut. Oh, das ist wunderschön. Genau das, was ich mir erträumt habe. Du kannst mein Schwert nun haben. Es ist deins. Ja. So, und schaut mal, jetzt habe ich doch nämlich schon eine Idee. Ich weiß nicht, ob das geht, weil ich gar nicht weiß, ob man so viele Sachen miteinander kombinieren kann.
benutzen. Nee, nicht benutzen. Entschuldigung. Kombinieren. Ich brauche etwas, um die zusammenzufügen. Und das da. Okay, warte, nein. Ach, wie mache ich das jetzt? Kombinieren. Damit, genau. Und dann... kombinieren. Na, genau, cool. Jetzt kann ich hochgreifen. Ich nenne es die Greifomatik 2000. Yeah. So, damit kommen wir schon mal an den Schlüssel. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir denn nur den Wachmann so weit, dass er, ja, ich glaube nicht, dass wir das einfach, wenn er daneben steht, uns diesen Schlüssel da holen können. Ich kann es ja probieren, aber ich denke mal, wir haben den Kaffee jetzt nicht umsonst gekriegt. Vielleicht will er ja dazu die Zimtschnecke. Ich versuche es trotzdem mal. Benutze Greifomatik 2000. Wie cool. Oh, nimmt er uns das jetzt weg? Nicht wegnehmen. Hey, 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 gib mir das. Du kannst den Schlüssel nicht haben. Nein, das ist aber meine Greifomatik. Aber ich habe hart daran gearbeitet. Das ist mein Greifomatik. Geben Sie sie zurück. Sei still. Du machst die Regel nicht, sondern ich. Dieses Spielzeug, das ist jetzt meins. Boah. Sie Mistkerl, ich werde sie wiederkriegen. Das werde ich. Ich werde sie heimzahlen. Tu, was du willst. Ich werde diesen Stuhl nie verlassen. Jetzt steht unsere Greifomatik da hinten. Yeah. Hier, nimm deinen scheiß Kaffee. Warte mal, kann ich das kombinieren? Vielleicht? Gleich? Kombiniere mit... Ja? Sollte den perfekten Kaffee nicht ruinieren. Okay, dann benutzen wir ihn hier. Hier ist ihr heiß, heiß, heißer Kaffee. Ihr Gesicht aber geil. Ja. Schau, was du getan hast, du verrücktes Waisenmiststück. Das hast du absichtlich getan. Jetzt muss ich mich umziehen. Ah, es brennt. Geh nicht weg, du kleines Scheißkind. Oh, ist er hart. Wie er mit uns redet. Ja, zisch ab. Jetzt haben wir unsere Greifomatik wieder und den Schlüssel. Hä? Kannst du uns gar nicht. Ja, okay, hier, da. Nimm die Greifomatik. Wir brauchen sie wieder. Und gleich benutzen, bevor der Typ wiederkommt. Los, schnell. So. Hab ich dich. Jetzt kann ich das Büro aufschließen. Genau. Das machen wir nämlich auch gleich. Schnell! Und ab durch die Tür.